Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde mit Osmium. Hä? Was? Hä? Wie jetzt? Warte mal. Ich schwöre, ich habe noch kein Osmium gefunden. Was? Ich hätte aber gerne... Okay, cool. Schön, dass ihr wieder mit da seid und mich auf dieser Reise begleitet. Scheinbar habe ich Osmium gefunden, von dem ich nichts weiß. Okay, das überfordert mich jetzt kurz im Moment. Sorry. Gib mir mal ein bisschen Auberginen mit. Oh. Aber auf jeden Fall, ich wollte heute das Biolabor angucken, aber auch noch was ganz anderes. Und zwar hatte ich ja diese 100 NK, also für die Wärme erreicht. Und eigentlich müsste das Eis da hinten angefangen haben zu schmelzen, aber es hat es ja noch nicht getan gehabt. Ich habe jetzt das erste Mal das Spiel neu gestartet, seitdem ich diesen Wert erreicht hatte. Das heißt, ich werde da jetzt nochmal einen kurzen Blick rüberwerfen. So habe ich Osmium. Ich hätte gerne Osmium, weil mir das durchaus fehlt für ein paar Craft-Projekte. Oh, warte mal, hier. Du warst es doch, ne? NK, wir haben kleines N, großes K, das haben wir. Ich gucke nochmal nach oben. Nehme ich da mal die Taschen voll mit Eis, damit ich den Eisschrank voll kriege. Ja gut, und Titan. Nehmen wir das mal ganz kurz mit. Mich nervt gerade das angezeigt, aber ich habe Osmium gefunden. Ich weiß wohl nichts. Was soll das? Ja, egal. Oh, vielleicht habe ich schon mal was gesehen und habe dafür jetzt einen Erfolg bekommen. Das macht mich jetzt fertig. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen zu Hause umbauen, da ein bisschen schick machen. Und eigentlich wollte ich heute auch keine weitere Folge aufnehmen. Aber, ich habe Schwierigkeiten aufzuhören. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Es macht gerade super viel Spaß, einfach Fortschritte zu erzielen. Und das war's. Wo zur Hölle habe ich Osmium gefunden? Weißt du, das habe ich noch. Gut. Auf geht's. Ich stehe auf diesem Biodom. Liquid Water Level. Echt jetzt? Hier gibt es gerade so einen Haufen Erfolge. Tatsache. Ha! Okay. Ist das jetzt geschmolzen? Muss ich jetzt nochmal gucken? Jetzt wird's merkwürdig. Titan. Ich bin leider viel zu neugierig. Ich muss ein bisschen Wasser. Wir hatten da einen kleinen See in dieser Eishöhle. Den würde ich mir jetzt noch mal kurz angucken. Aber sehen
Ist dann ja auch erst nächste Stufe. Gut, aber kann ich gleich die Kiste nochmal mitnehmen. Nochmal was Positives rauszuholen. Da kann ich doch mal hoch. Warte mal gucken. Ja. Ich lasse mich auch wieder von nichts ablenken, ne? Der Wille war da. Aber, apropos, der Wille war da. Ich könnte jetzt die Taschen nochmal voll mit Uranit klatschen. Einmal mal hier kurz den Weg hoch. Da war ja alles voll mit Uranit. Auch eine blöde Idee. Ich wollte die Kisten ja noch looten. Ich mal wieder. Ich nehme ein bisschen was mit. Können wir mit Sicherheit gut gebrauchen. Das kann ich nicht mitnehmen, okay. Mach die Tasche doch jetzt voll mit Uranit und dann ist gut. Schadet ganz ja nicht. Glaube ich jedenfalls nicht. Auch wenn es natürlich noch schön wäre, Osmium zu finden. Und die Errungenschaft bekommen. Habe ich die vielleicht bekommen, weil ich die Möglichkeit freigeschaltet habe, Osmium zu finden? Interpretiere ich da zu viel rein? Mist. Nein! Déjà-vu! Okay. Hab ich hier schon gelootet? Ja. Kaum wieder Platz in Uranit. So, ab nach Hause. Ich hab die ganze Tasche voll Uranit. Eigentlich wollte ich da ein bisschen mal bauen. Da hoch würde ich auch noch gerne. Ah, es gibt noch so einige coole Sachen, die ich mir gerne anschauen würde. Das ist schon mal gut. Rein. Hier rein. Oh, gut. Ernten wir mal wieder eine Runde. Was gibt mir der Pilz?
stellt deine Gesundheit wieder her. 35. Ja, wahrscheinlich kann ich die zum Kochen verwenden oder irgendwie so ein Spaß. Naja, das wird sein. Gut. Ich würde wirklich gerne auf irgendeiner erhöhten Position bauen. Ich muss mir mal ganz kurz raussuchen, welche es wird. Da oben habe ich ja schon mal ein Sauerstoffzelt. Das heißt, das wär, da will ich auf jeden Fall mal anfangen mit dem Gucken. Ich finde den Jetpack gar nicht so unangenehm. Komme ich hier hoch? Ich bin doch schon wieder viel zu neugierig. Jo, ich komme hoch. Geil. Ich werde doch schon wieder nicht bauen heute. Was mache ich denn schon wieder hier? Hier oben ist doch schöne Fläche zum Wohnen. Ich muss mal gucken, ob ich gleich mal ein Sauerstoffzelt noch Platz kriege. Yo. Okay. Noch mal kurz Eisen und Titan sammeln. Was? Zwei Titan, drei Eisen und ein Silizium. Was ist das denn für ein geiler Laden hier. Gut. Auch wenn hier nichts zum Loot zu sein scheint. Aber mein Eisen. Ich brauche Eisen. Drei Stück. Eins davon noch. Zwei Eisen noch. Danke. So, einmal wohnen bitte. Einmal wohnen mit Tür, bitte. Sehr gut. Die Kristalle da vorne reizen mich massiv. Aber jetzt habe ich hier dieses riesige Raumschiff hier. Das wird wohl unser Titelbild für heute. Ich komme nicht dazu, einfach mein Widerstick zu bauen. Aber auch das hier oben ist Meeresgrund. Also irgendwie so hoch wird es ja wohl auch nicht steigen. Leiterplatte. Okay. Okay. Ich habe das Gefühl, dass das noch nichts, was uns eigentlich betrifft. Ist auch Stoff? Nee. Let's go.
Verlegen ist nicht? Nö. Hessen und Uranstab? Eine Leiterplatte. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall noch super viel zu holen. Aber ich habe das Osmium noch nicht gespürt, was ich gefunden haben soll. So, kann ich einen Schrank hinstellen? Ja. Und die Sachen nehme ich mal mit, damit ich sie hier auf gar keinen Fall vergesse. Oder ich gehe einfach wieder hin. Passt schon. Ich weiß es ja jetzt. So, ich wollte die Kristalle da unten nämlich angucken. Ich habe kein Wasser mitgenommen. Okay. Na gut. Osmium hat sich erledigt. Gibt's hier wohl genug. Muss gleich zurück. Nehmen wir ein bisschen was mit und dann ist gut. Ein bisschen was mit, weiß ich. Heißt, ich weiß nicht, wann ich genug habe. Ja, gut, das ist... Okay, das ist nicht so schwer jetzt hier. Es leuchtet blau. Okay, ab nach oben. Ab nach oben. Muss nach Hause. Wasser. So, alles, wo ich jetzt nochmal über Osten stolper, würde ich es nochmal versuchen mitzunehmen. Und mit stolpern meine ich grob in Heimatrichtung. Sauerstoff brauche ich auch nicht. Oh, die Richtung wohnen wir, glaube ich. Hey, wir haben Osmium tatsächlich gefunden. Schön. Ich kann mich nicht dran erinnern, jemals so irgendwo ein Kristall gesehen zu haben. Ich glaube tatsächlich, hier oben ist gar nicht so schlecht, um zu bauen und zu wohnen. Hier oben auf den Felsen. Die sind relativ viel gerade. Theoretisch kann ich mir hier das alles noch dicht bauen. Aber ich weiß es halt auch nicht. Ja, ja. Okay. Der Stein da oben war nur Deko, also nehmen wir das nicht zum Bauen. Ich hab den Mikrochip jetzt vergessen. Na egal. Da vorne ist wieder meine erste Pflanze, die ich entdeckt habe. Du musst gleich da sein, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Sauerstoff. Einmal atmen, bitte. Ja, im Osmium. Für irgendwas wollte ich das. Brauchte ich das, scheiß doch. Wasser. Oh, alles super. Oh. Ich habe 8 Osmium mitgenommen. Das ist doch eine super Sache. Für was brauchte ich den Spaß denn? Grasverteiler nicht. Den haben wir schon gebaut.
Dein Erz? Den Erzextraktor. Fangen wir doch damit an. Superlegierung und... Ein Aluwatz, glaube ich. Ein Iridiumstab und ein Titan. Nice, bauen wir. Hier, der holt Dolomit einfach nur? Alter, was bitte ist bei? Wenn ich den woanders hinsetze? Ich dann Granit rausholen? Wollen wir ausprobieren. Es kann natürlich sein, wie Stufe 1, 2, 3. Dass der sich erstmal nur eignet, um Dolomit abzubauen. Dann müsste ich aber sein, dann brauche ich die noch nicht bauen. Wir haben eine Menge Dolomit, die Standarderze. Bis auf Titan sind wir recht gut aufgestellt. So, das hier ist Uranitboden. Also versuche ich mal hier den Extraktor hinzusetzen. Gucken wir einfach mal. Wenn ich jetzt da vorne wieder hinstelle und sofort wieder Dolomit habe, müsste ich mir da noch eine coole Stelle suchen. Oder ich kann an den höherwertigen Gebieten nur Eisen abbauen. Das geht natürlich auch noch, dass es so ein Konzept ist. Dolomit? Ja, Dolomit. Ja, gut. Aber ehrlich, brauche ich nicht. Danke fürs Gespräch. Ich glaube, wir haben genug. Sprach er jetzt. Hallo, Dolo. Zack, zack. Dann machen wir was anderes aus unserem Osmium. Das Biolabor zum Beispiel. Da ist es. Zwei Superlegierungen und ein Aluminium noch. Wow, ein Schild. Herzlichen Glückwunsch. Tät ich einfach anbauen? Theoretisch ja. Okay. Ich muss umbauen. Aber egal, erstmal geht's ums Prinzip. Oh, war das dumm. Aha, Dünger. Bakterienprobe aus Algen? Ja, Algen habe ich noch nicht. Bio-Kunststoffklump. Okay.
Hexe. Gut, züchtig, ja. Dünger Stufe 2. Mutagen. Okay. Das Biolabor ist jetzt auch nicht so super spannend, aber wir haben es gebaut. Was haben wir noch? Ja, was Boden? Sollte vielleicht die Startrampe bauen. Drücke ich mich jetzt auch schon viel zu lange vor. Lass uns einfach mal irgendwo hinstellen. 3 Superlegierungen. 2, 3. Und Alu? Nee, Eisen. Billig. So. Asteroiden-Anziehungsrakete zieht Uran-Asteroiden an, bewirkt einen globalen Werbeerzeugnisbonus, Werbemultiplikator 1000%. Oh, lol. Magnetfeld-Schutzrakete zieht Iridium-Asteroiden an, bewirkt einen globalen Herstellungsbonus durch den Schutz des Magnetfelds. Luftdruckmultiplikator 1000%. Ach, witzig. Ey, das ist cool. Und Rakete abfeuern? Ja, ne? Oh, ein Triebwerk. Sieht schrecklich aus, was ich hier momentan schon wieder hinferkel. Was kostet mich das Triebwerk? 2 Uran und eine Superlegierung. Kann ich bestimmt die abholen, ne? Bauen. Dazu noch 3 Kobalt. 2, 3. Und das andere habe ich vergessen. Läuft. Aber damit haue ich jetzt Material einfach raus. Das ist danach wahrscheinlich einfach weg. Nochmal 2 Superlegierung. Oh, wow, wow, wow. Das ist halt schon irgendwie teuer. Aber zumindest kriege ich mein Kobalt dadurch mal ein bisschen rausgehauen. Ist ja auch nicht schlecht. Ich muss mal kurz auf den. Das war jetzt das Wärmemultiplikator-Ding, ne? Ah!
Ja. Wow. Ein paar Asteroiden gibt es gleich dazu, ne? Nice. Ich hab, ist das Iridium, die ich anziehe, ne? Ich bin nur gerade keine. Ha! Aber ist egal. Egal. Hat einen richtig heftigen Wärmepust bekommen. Cool. Wie lange hält der an? Lang genug. Hält mir. %. Das ist also, als wenn ich jetzt quasi 20 von den Stufe 3 Dinger stehen haben würde. Das ist gut. Ist richtig gut. $62k habe ich noch übrig. Wollen wir noch eine Stufe 3 Heizung bauen? Warum nicht? Nehmen wir noch einen Iridiumstab. So, was brauche ich noch? Titan und ein Alu. Oh, ist das gut. Theoretisch, wenn ich jetzt noch einen davon bauen würde, hätten wir die 1000 geknackt pro Sekunde. Ist das gut? Es ist einfach nur gut. Schmeckt das Eis jetzt hier um die Ecke? Das müssen wir von allem ablenken. Wir müssten die aber echt hübscher bauen mal. Inventar aufgeräumt? Ja, gut genug. Ich muss noch mal ganz kurz gucken in dieses Eis, was wir hier haben. Die 100 Nanokelvin haben wir ja wohl. Ist doch einfach ein Anzeigefähiger. Vielleicht will er ja MK haben oder irgendwie so ein Spaß. Osmium, Startrampe, das Bedürfnis, Chips zu bauen. Ja, ist ganz gut. Ich hätte es hier. Ich fände es ja fast nicht schlecht, wenn wir quasi eine recht hochgelegene Basis bauen. Nicht unbedingt auf höher gelegenen Steinen, sondern einfach uns hochstapeln. Und dann hier quasi über uns einfach eine große Anlage hätten. Wenn ich mit Fundament mache, ich nehme mir mal ein bisschen Eisen. Hier werden wir mal ganz kurz hochzubauen. Mit Leitern bauen? Außenleitern? Das überfordert ihn hier wieder, ne? Noch höher.
noch höher. Ah ja. Naja, ich kann einfach in der Luft bauen, aber ich mag dieses in der Luft gebaut nicht so gerne. Wirklich nicht. Vielleicht ist mein Eisen ausgegangen. Oh. Nicht aufgepasst hier. Das ist schlecht. Das hoch genug langsam? Nee, noch höher, noch höher, noch höher. Ja, dieses Copy-Tool hier ist langsam schon mal ganz praktisch, ne? Sauerstoff, Sauerstoff! Hui. Oh. Oh nein, oh nein. Mist. Das ist nicht so hübsch geworden. Wie viel Eisen habe ich noch? Genug. Gehen wir den Treppchen mal dahin. Ah. Ich habe jetzt das Gefühl, ich müsste mir einen Stream raussuchen, wo ich das mal mache. Das ist ja ätzend hier. Ah. Das hoch genug? Finde, das macht einen soliden Eindruck, die Höhe. Natürlich können wir auch einfach so einen Gang von unten machen, nach oben mit Innenraumleitern, die dann hochgehen. Das ist doch schon mal super. Der Höhe. Ich würde es jetzt erstmal ganz kurz einfach anzeichnen, nochmal kurz.
brauche auch noch mal ein bisschen Titan. Und dann habe ich schon wieder Titanmangel, glaube ich, wenn ich das hier so mache. Lithium. Die Rakete funktioniert immer noch. Wie lange hält das? Das macht doch nicht auf ewig, oder? Das wäre übel. Raus und hoch. Ah, ich komme nicht mehr hoch, okay. Ich die nicht mittig setzen, oder ist das mittig? Gib dem Ganzen mal eine Tür. Ich kann da gar nicht mittig drauf setzen, wenn ich das richtig sehe, oder doch? Aber hier oben anbauen dann? Einfach eine richtig schöne Fläche ohne eine Oberfläche hier zu bauen? Das könnte funktionieren. Das Gute ist ja gerade, ich brauche kein Gerüst. Ich kann ja tatsächlich beliebig unten drunter bauen. Verrückt. Nee, geht nicht. Oh, was ist das für eine fiese Nummer? Das ist fies. Das heißt, ich kriege das mit meinen Foundations gar nicht in der Optik hin, wie ich es gerne hätte. Oh, ist das ärgerlich. Nehmen wir mal ein bisschen Titan. Ey, jetzt mal ganz kurz sinnlos alles raushauen, was wir haben. Muss ich so arbeiten? Ist das gemein? So.
Daraus könnte ich eine Mitte machen. Das geht. Das ist ein Anfang. Das macht mich fertig, sowas. Ich kann natürlich auch einfach die Fundamente drumherum ein bisschen basteln, sodass es halbwegs mittig aussieht. Das geht auch noch. Schwebt das ja trotzdem noch in der Luft. Das ist ein Problem. Dann muss ich das anders machen. Dann muss ich das Wohnmodul unten aufsetzen lassen. Ich behaupte mal, schöner wohnen ist hier doch ein bisschen anstrengender als mit Liebes. Ich werde da mal ein bisschen rumbasteln, dann können wir beim nächsten Mal hoffentlich auf einen wunderschönen Turmstapel von den Dingern schauen. Auch wenn das auch wieder doof aussehen würde. Rucksack Nummer 5. Da ist er ja. Will ich das Türmchen auch darauf bauen? Das spricht dann ja irgendwie eigentlich auch nichts gegen. Ja, gut, das geht. Ja, passt von der Höhe. So könnte ich das natürlich jetzt auch noch basteln. Bevor ich sie ganz komisch mache. Da fällt die Tür runter. Das Silizium zumindest davon. So. Dabei müsste ich ja hier mit einer Innenleiter arbeiten. Eisen und Kobalt. Gut, das habe ich. Ich kann einfach so. Aha. Aha. Muss den gar nicht in die Mitte setzen. Ich muss mir Gedanken machen, weil sie finde ich das optisch nicht so geil. Lass es einfach überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.